Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für die nächste kommende Woche. Ja, ich werde mein System ein bisschen umstellen und mache jetzt nicht mehr jede Dekade ein Video, sondern jede Woche. Und für die kommende Woche der Kalenderwoche 9 würde ich jetzt eine Legung für dich machen, lieber Löwe. Die kommende Woche beginnt ab dem 27. Februar. Ich werde die Legungen auch immer am Freitag dann hochladen. Es wird auch eine Märzlegung geben. Die kommt dann kommende Woche. Irgendwann noch vor den 1. März lade ich die hoch. Okay, lieber Löwe, wie wird deine nächste Woche für dich werden? Eine Karte für dich. Der Eremit. Es ist eine sehr ernsthafte Woche, eine eher ruhige Woche, eine Woche, in der du vielleicht auch gar nicht so Lust hast, so präsent zu sein wie sonst. Eine Woche, in der du lieber für dich bist. Es gibt nämlich wirklich wichtige Fragen aktuell in deinem Leben, wichtige Themen, die deine Aufmerksamkeit benötigen und Themen, in denen du eine Entscheidung treffen musst, aber du merkst einfach, du kannst diese Entscheidung jetzt gerade noch nicht treffen, weil dir einfach der objektive Blick fehlt und du strebst nach eben dieser Objektivität, damit du halt ja auch, also du weißt einfach ganz genau, du brauchst diese Objektivität, damit du auch für die Zukunft in dieser Angelegenheit souverän und selbstständig entscheiden kannst, damit du hier deine Selbstständigkeit nicht verlierst. Das ist dir gerade sehr, sehr wichtig. Und wir schauen mal, auf welche Leben, ja, mit welchen Herausforderungen das bei dir einhergeht. Ja, tatsächlich, diese Auszeit, der Eremit zieht sich auch so ein bisschen aus dem Weltenverlauf zurück. Nächste Woche ist für dich vielleicht auch eine ganz gute Zeit, um einen Spaziergang in der Natur zu machen oder überhaupt nach Möglichkeiten, dir ein wenig mehr Raum für dich zu gönnen. Denn es gibt hier tatsächlich viele Entwicklungen, die bereits ihren Gang nehmen in deinem Leben. Es gibt hier sehr viele natürliche Wachstumsprozesse um dich herum. Du hast den Keim schon in der Vergangenheit gesät und es beginnt bereits zu wachsen und du musst jetzt gar nichts mehr hinzufügen, sondern du musst dieser Angelegenheit, die da heranwächst, einfach nur genug Raum lassen, genug Zeit lassen, genug Geduld in diese Angelegenheit bringen. Und du wirst feststellen, dass es aufblühen wird, dass es sich sehr positiv entwickeln wird. Die Kaiserin ist eine Karte, in der man sie, bei der man sich auf Empfangsbereitschaft stellen soll, bei der man sich beschenken lassen soll vom Leben selbst. Man hat, ne, das ist die dritte Karte. Es fängt gerade erst an, aber du hast hier schon über den Magier, ne, die Eins und und den Narren, die Null, halt schon total viel initiiert. Und es ist gerade dabei zu passieren. Also lass den Dingen ihren Lauf und vertrau darin, dass sich alles positiv entwickeln wird. Die Kaiserin ist auch eine super Karte für neue kreative Ideen. Vielleicht wirst du mit einer Idee schwanger, ne? Also Schwangerschaft ist auch begünstigt, falls Familienplanung ein Thema aktuell bei dir ist. Es ist eine begünstigte Zeit dafür, also besonders wenn du bereits schwanger bist, ne? Dann sehe ich, zeigt diese Karte einen positiven Verlauf an. Aber natürlich ist Schwangerschaft auch im metaphorischen Sinne zu verstehen, eben mit einer Idee, mit einem Vorhaben, mit einem Projekt schwanger zu werden, ne? Und das eben, ja, man braucht halt einfach eine gewisse Zeit und es wird sich positiv zeigen. Ja, auch du wirst feststellen in dieser Woche, dass du dich auf dein Umfeld sehr gut verlassen kannst. Die Arbeit wird dir sehr leicht fallen. Die Dinge werden Hand in Hand funktionieren. Ich sehe hier gutes Teamwork.
Gute Zusammenarbeit, die gemeinsamen Pläne, die gemeinsamen Aktivitäten werden reibungslos funktionieren. Alles, ne? Es ist wie ein Rad, das sich dreht einfach, ne? Also in sich geschlossenes Rad, wie so ein Zahlen, Zähne, so ein Werk halt, ne? Zahnradwerk, genau. Also es ist in sich total griffig und vollzieht seinen Weg. Also das ist hier wirklich sehr, sehr begünstigt und auch in der Beziehung, auch in der Familie sehe ich sehr viel Einklang, sehr viel Harmonie und dass man halt eben auch gut zusammen Aktivitäten umsetzen kann. Ja, dass man gemeinsam in Aktion tretet, dass man hier gut zusammenarbeitet, ein gutes Team ist. Ja, in der letzten Zeit hast du das gar nicht so empfunden. Ganz im Gegenteil. Vielleicht hast du auch irgendwie das Gefühl gehabt, die Menschen um dich herum oder eine bestimmte Person hat einen schlechten Einfluss auf dich. Oder dass du hier irgendwie abgehalten wirst von etwas, dass irgendwie eine Beziehung nicht mehr so positiv ist, wie sie mal war. Du hast hier irgendwas vermisst in deinem Leben. Irgendwas hat sich für dich einfach nicht richtig angefühlt. Vielleicht warst du sogar erkältet, vielleicht warst du krank, vielleicht wurdest du hier von irgendwie von neg mit negativer Energie auch irgendwie negativ beeinflusst, ne? Aber die Situation ist jetzt vorbei. Diese kommende Woche wird ganz, ganz anders werden. Und in deinem Bewusstsein zeigt sich ein Ritter der Kelche. Diese Person, das kann auf eine andere Person in deinem Leben verweisen oder bezieht sich auf dein Selbstbild. Der Ritter der Kelche ist eine Wasserperson, also Fische, Skorpion oder Krebs könnten hier eine Rolle spielen, muss aber nicht unbedingt. Der Ritter der Kelche ist eine Person, die mitten im Leben steht, eine empathische Person, eine Person, die sehr gesellig ist, sich sehr um ihre Mitmenschen kümmert, eine sozial engagierte Person, eine Person, die vielleicht auch im sozialen Bereich arbeitet oder im kreativen, in seelsorgerischen, in musischen Kontexten vielleicht auch arbeitet, eine Person, die diesbezüglich auch etwas ins Rollen bringen kann. Eine empathische Person, eine romantische Person auch. Entweder hast du es mit so einer Person zu tun und du denkst viel an diese Person, oder du erwartest von dir selber, so eine Person zu sein. Der Ritter kann sich auch auf eine weibliche Person beziehen. Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Vielleicht wird diese Person auch erst eine Rolle in deinen Gedanken in dieser Woche spielen. Vielleicht aus irgendeinem Grund musst du an diese Person viel denken. Unabhängig von eurem Verhältnis. Aber wir gucken mal, was denkt der Ritter der Kelche? Wie geht's dem? Das sind jetzt zwei Karten, das ist irgendwie merkwürdig. Gut, dann ist vielleicht ist diese Person ein bisschen zwiegespalten, hin und her gerissen. Aber wir schauen. Ja, schon wieder zwei Karten. Tja, schauen wir uns die mal an. Die 10 der Scheiben und die 8 der Kelche. Vielleicht ist diese, ne, wir haben ja eine Folge von 7 auf 8 der Kelche. Könnte natürlich ein Hinweis sein, dass du der Ritter der Kelche bist und ein bisschen dünnhäutiger in der nächsten Woche sein könntest, als du es von dir gewohnt bist. Vielleicht wirklich auch zu Trübsinnigkeit und zu negativen Gedanken tendierst. Im emotionalen Bereich könntest du das Gefühl haben, die Gefühle sind einfach nicht mehr so lebendig, wie sie mal waren. Das kann aber täuschen. Das kann eine Täuschung sein. 10 Scheiben könnte sein, dass du vielleicht das Gefühl hast, deine Situation ist zu stabil und blockiert dich. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, falls du der Ritter der Kelche bist,
Also der Kelch, Ritter der Kelche ist auf jeden Fall im Moment nicht sehr glücklich. Es ist wichtig für diese Person, sich aus dieser Situation herauszubringen. Irgendwie. Sich doch mehr auf die positiven Seiten des Lebens wieder zu konzentrieren, denn die sind schließlich da. Die sind eindeutig da. Sie müssen nur gefunden werden. Und hier besteht schon eine Gefahr für den Ritter der Kelche, ein bisschen zu versacken. Ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Abzugleiten, abzudriften, ne? Und dann so tagelang rumzuhängen oder so, ne? Es tut auch manchmal ganz gut, tut dieser Person aber aktuell nicht gut. Nee, nee, das ist. Und diese Person würde gerne mehr Ehrgeiz zeigen. Kann aber nicht, ist hier blockiert. Ich glaube immer mehr, dass das deine Energie ist. Ich glaube, vielleicht lässt du dir mal zur Abwechslung helfen, lieber Löwe. Ich glaube, du bist in einer Situation, in der du dich nicht selbst helfen kannst. Und es wäre vielleicht für dich ganz gut, einfach loszulassen, dich zu befreien von Erwartungen an dich selbst. Und dich so ein bisschen mitreißen zu lassen von Menschen, die dir gut tun. Ja, hier haben wir die vier Kelche. Ja, auch eine Karte, die eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass du eine Sehnsucht hast nach einer Auszeit, nach Freilauf. Nach Freilauf der Gefühle, du willst irgendwie auch einfach ein bisschen dich hängen lassen, dich treiben lassen in einer gewissen Energie und auch einfach ein bisschen faul sein. Ist vielleicht ja auch voll okay. Ja, natürlich ist es voll okay, weil du hast die Kaiserin. Das ist irgendwie, du hast schon viel Arbeit verrichtet. Deine Einstellung ist vielleicht hier nur nicht so richtig gut. Oder du tendierst zu einem gewissen Pessimismus. Oder hast eben eine Person um dich herum, die dieses Problem hat. Wenn das eine externe Person ist, hast du sehr viele Gefühle für diese Person und neigst vielleicht aktuell auch dazu, dieser Person helfen zu wollen, auch wenn diese Person sich nur selber helfen kann. Hier der Prinz der Stäbe. Hier haben wir das Gleiche, ne? Eine Hofkarte. Diese Person wird in der Mitte der Woche, kommende Woche, wichtig für dich werden. Du könntest diese Person neu kennenlernen oder dich selber wiederfinden als Prinz der Stäbe. Hier haben wir Feuerenergie, also es ist hier schon deine Energie. Oder eben ein anderes Feuerzeichen ist hier gemeint. Löwe, ein anderer Löwe, Schütze oder Widder. Der Prinz der Stäbe ist eine sehr unreife Person, eine junge Person, kann auch manchmal ein Sohn oder eine Tochter sein. Oder eben eine jüngere Energie. Kann auch dein inneres Kind sein, kann sich auch auf dein inneres Kind beziehen oder das innere Kind von jemand anderen. Also, dass man hier ganz viele frische neue Seelenanteile zurückgewinnen kann. Wäre natürlich toll, wenn du der Ritter der Kelche warst und dann dich im Laufe der Woche als Prinzen der Stäbe wiederfinden kannst. Das wäre natürlich ideal. Das würde einfach heißen, dass du hier diese Energie sehr, sehr gut verarbeitet hast und ja, dich erfolgreich aus dieser Negativität heraus befreit hast. Oder eben diese andere Person. Also vielleicht hast du es mit einem anderen Löwe zu tun oder Skorpion, dann würden beide Karten. Könnten beide Karten sich sehr gut auf die gleiche Person beziehen. Ja, diese Person findet neue Festigkeit. Also, diese Person fühlt sich total stabil, schon fast unbesiegbar, ne? Sehr engagiert, sehr motiviert und diese Person lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und da sehe ich schon deutlich dich in dieser Energie, dass du hier in diese Energie kommen wirst.
sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel innere Klarheit, klare Absprachen, auch die Fähigkeit, gesunde Grenzen zu setzen, sich eine Auszeit zu genehmigen und sich von niemandem stressen zu lassen. Na? Manchmal zeigt sich diese Karte auch als eine gewisse Sturheit, aber ja, kann man auch mal machen, ne? Stur sich ein wenig Raum für sich nehmen. Ja, und mit dieser frischen neuen Energie als Prinz der Stäbe startest du ein neues Kapitel in dein Leben und löst dich von Negativität. Von Negativität löst du dich eindeutig. 7, 8 und hier kommt die 10, ne? Das ist sehr, sehr positiv und du hast das, worum es hier geht. Hast du dann als Prinz der Stäbe mit dieser frischen neuen Energie endgültig verarbeitet und ausgeheilt. Das wird kein Thema mehr sein. Du wirfst es über Bord, du machst damit einen impulsiven, harschen Schlussstrich und lässt dich hier nicht mehr negativ beeinflussen. Es sieht mir hier wirklich sehr wahrscheinlich aus, dass du am Anfang der Woche noch ein wenig mit diesen Themen zu kämpfen hast und oder auch diese andere Person in deinem Umfeld. Aber zusammen oder du als Individuum wirst dich hier oder werdet ihr beide, ihr werdet, also du wirst dich hier davon befreien können. Endgültig. Und aus deiner eigenen jungen Kraft heraus. Ne? Ich sehe hier junge, frische, neue Energie in dir. Dass du hier eben diese kindlichen Wesensanteile in dir selbst dir zurückerkämpfen kannst. Ne? Dir zurückholen kannst an Energie. Und diese Energie freisetzen kannst. Und das schaffst du eben auch darüber, dass du negative Gedanken überwindest. Ja, aber es wird eine zurückgezogene Dekade, ne? Mit der Möglichkeit eines starken Bewusstseinswandels, eine bewusstseinserweiternde Erfahrung wird es für dich. Aber natürlich auch gerade am Anfang der Woche immer dieses Hin und Her überlegen, dieses nicht so recht wissen, was jetzt der nächste Schritt ist, dieses sich in ein Dilemma befinden. Aber es ist wichtig, es ist ganz, ganz wichtig und sieh mal, wie positiv das wird, ne? Du wirst hier eine sehr wichtige Einsicht bekommen, eine bewusstseinserweiternde Erfahrung erfahren und halt auch transformieren, ne? Darin auch eine Entscheidung treffen, wer du in der Zukunft sein möchtest, ne? Auf welche Gedanken du dich in Zukunft einlässt und auf welche nicht. Du lässt dich von dieser Negativität nicht länger herunterziehen und du entscheidest dich, wirst dich dagegen entscheiden. Und das macht sehr, sehr viel mit dir und deinem persönlichen Wachstum. Mit deiner sozialen Umgebung läuft es alles sehr, sehr schön. Die Leute lassen dich gewähren, die Leute respektieren dich. Du kannst dich hier fallen lassen, du kannst diesen Menschen vertrauen. Diese Leute um dich herum, die vertrauen auch dir. Die wissen, dass du eine kleine Downphase hast, aber die wissen auch, dass du da rauskommst. Und du wirst hier sehr viel Unterstützung erfahren, wenn du dich öffnest und dein Herz sprechen lässt. Da gibt es eine göttliche Führung. So könnte es dir vorkommen und so ist es auch irgendwie. Du bist bereit für eine wichtige Entscheidung, aber diese Entscheidung wird nächste Woche noch nicht gefällt werden müssen. Also es geht hier schon um Entscheidungen. Klar, du machst hier, das sind introvertierte Entscheidungen, ne? Du triffst hier schon Entscheidungen für dich persönlich, aber du bist auch bereit, dem Taten sprechen zu lassen und dieses dem Taten sprechen zu lassen. Das wird nächste Woche nicht passieren, aber das wünschst du dir. Das würdest du gut finden, ne? Wenn du dann auch direkt in Aktion treten könntest
aufgrund dieser Entscheidung und dann halt wirklich irgendwie, ja, vielleicht möchtest du jemanden hier zu Wort sprechen oder du möchtest an jemanden, also du möchtest jemanden zur Rede stellen oder du möchtest irgendwie auf jemanden zugehen, jemanden die Meinung sagen oder du möchtest jemanden dein Herz öffnen, dieser Person sagen, was du für sie empfindest. Für all das ist es noch nicht die Zeit. Aber du sehnst dich danach, das machen zu können. Aber du bereitest hier alles vor, ne? Das sind hier innere Entscheidungen. Hier musst du erstmal überhaupt so eine Grundrichtung für dich entscheiden. Und dafür brauchst du diese Introspektion und dieser Bewusstseinswandel. Und später im Laufe der nächsten Wochen wirst du schon in eine solche Situation kommen, wo du dich behaupten kannst. Hab Geduld, hab Vertrauen. Diese Woche ist es noch nicht so weit. Ja, es geht hier darum, einen inneren Plan zu entwerfen, ein Konzept für dich zu entwerfen, deine Gedanken zu vervollständigen, deine innere Stärke aufzubauen, dich stabil zu machen, dich zu reinigen auch, ne? Hier, dich zu reinigen, zu stabilisieren. Und vor allem achte auf deine Gedanken, ne? Am Ende der Dekade, nee, der Woche, entschuldigt, also zum Wochenende hin, wird es sehr, sehr wichtig sein, auf deine Gedanken zu achten. Du wirst sehen, deine Gedanken werden sich reinigen und die werden in sich geschlüssiger werden, die werden mehr zueinander passen. Und das ist sehr, sehr wichtig, auf eine positive Kommunikation mit sich selber zu achten, weil du kannst zum Ende der Woche wirklich das erreichen, dass es eine Nachhaltigkeit hat, ne? Dass du hier etwas für dich integrierst, was länger Bestand hat. Okay, ich schau mal, was die Mondenergie zu deiner Situation sagt. Oh, das ist spannend, ne? Bald geht es hoch her. Bald geht es hoch her. Passt ja zu dem, was ich meinte. Du machst hier Vorbereitungen. Und bald geht es hoch her. Später, ne? Irgendwann nach dem 5. März. Vollmond im Widder. Also bereite dich gut vor, lieber Löwe. Lass es dir gut gehen. Genieße die Zeit. Mach es dir gemütlich, lass die Seele baumeln und baue positive neue Energie auf, lieber Löwe. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.